Herzlich willkommen zurück. So, ein weiteres Mal. Vermina, Ihre Anwesenheit vernichtet das Panoptikum. Leramil, seht euch an. Ihr seid in keiner Verfassung, um weiterzumachen. Unsinn. Nein, ihr habt recht. Entsandte, ihr müsst euch Vermina stellen. Gardein wird mir helfen, zur Schiffrenhalde zurückzukehren. Ihr könnt euch Vermina nicht allein stellen. Ich kann kaum fassen, dass ich das sage, doch ich werde mit euch gehen. Das ist mehr als nur die Anwesenheit eines rivalisierenden dädrischen Fürsten. Hier geschieht noch etwas anderes. Ich verstehe es auch nicht. Doch ob es einem nun gefällt oder nicht, wir sind das Einzige, was zwischen Vermina und dem völligen Zusammenbruch der Wirklichkeit steht. Also setzen wir uns in Bewegung. Wir müssen eine dädrische Fürstin finden, die ein Gewand aus sterblichem Fleisch trägt. Solange wir noch können. Na gut. Ich habe einen Geist, der mir hilft, hier alles zu entdecken. Ich glaube, Verminas Präsenz hat irgendwie Vollnis Kronis Verderbnis. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Nutzt meine Hilfe. Spürt die Macht des Schicksals. Ja, war nichts mit Macht. Wir müssen nach geradeaus, oder? Wellen der Qual treiben empor. Wir müssen nach unten, Sterbliche. Nach unten? Ja. Können wir so runterlaufen? Das sieht so komisch aus. Oder müssen wir da hinten rum? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Wenn wir sterben, sterben wir halt. Ah ne, wir können echt so laufen. Das ist ja cool. Aber wir kommen hier nicht weiter. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wir sterben dann doch. Da unten ist jemand. Haben wir jetzt gerade eine Abkürzung gefunden? Na? Er hat den kaputt gemacht, sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob wir eine Abkürzung gefunden haben. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt alles Mist, was ich hier gerade gemacht habe. Denk daran, Vermina ist nicht allein. Doch. Folgendes Kronen cool. Und Torbesart sind bei ihr. Ich hoffe, ich war eine Hilfe. Wo sind wir denn? Hier rum? Die verborgene Sippe. Sieht aus, als hätte Vermina eine Armee mitgebracht. Ja, ich bin da ein Mann am Mäß. Alles gut. Genau, flankiert ihr mal. Keiner sieht mich. Hallo. Dieser Ort fühlt sich uralt an. Als ob seit Ewigkeiten niemand mehr hier war. Die Verbindung aus Christus und Gebräu hat tadellos gewirkt. Wir sind in der Mitte. Und Mora leidet. Torvesan, bringt die Traumfürstin ins Auge von Mora. Ich glaube, es ist egal. Ich sehe das Auge von Mora über uns. Dorthin müssen wir, Sterbliche. Im Kern von Apokrypha platzieren. Fäulniskrone. Hat er etwas über das Auge von Mora gesagt? Ja, hat was über das Auge von Mora gesagt. Wir müssen Vermina erreichen und Shalrinis Körper vernichten. Moment, hier komme ich aber wieder nach vorne. Oder? Ach, wie war das jetzt? Wenn wir jetzt außen rumlaufen... Ich bin ein Gefäß des großen da geht's runter. Meine Hilfe. Wir müssen aber hoch. Aber wenn ich jetzt hier rumgehe, dann laufe ich doch wieder im Kreis, oder? Ja, ja, nicht jetzt. Ich muss erstmal gucken, wo ich überhaupt rum muss. Das Problem ist halt, wenn ich hier rumlaufe, dann laufe ich tatsächlich im Kreis. Da unten sind wir hergekommen. Das heißt, können wir hier, wir können nach rechts rum. Frage ist nur... Doch, das geht dann hoch. Theoretischerweise müssten wir dann da höher kommen. Durch die Mitte vielleicht durch oder was? Keine Ahnung.
Du siehst mich nicht. Ich bin schon direkt weg. Ich war nie hier. Ich war nie hier. Ihr kennt mich nicht. Ihr habt mich noch nie gesehen. Ah ja, hier oben ist auch ein Portal. Nutzen wir das doch mal. Vielleicht. Ich weiß noch nicht, wo wir auskommen. Gut gemacht. Ah, perfekt. Hallo, du darfst gerne kämpfen, wenn ich da drauf gucke. Lasst auf Begrüfer eure Feinde zerschmettern. Komm, ein bisschen spät, die sind nämlich schon tot. Oh, anscheinend noch nicht alle. Kannst du das vielleicht auch da machen, wo ich kämpfe? Gut. Ja, ich würde sehr erfreut sein, wenn du mir Hilfe geben würdest. Aber nur dann, wenn die Hilfe auch bei mir ist. Polniskron ist eine Bedrohung. Aber Vermina ist eine Fürstin. Wir sollten Vermina und Torvesat ins Auge von Mora folgen. Was ist denn diesen Augeskrut? Ich habe keine Ahnung, welche von Hermeus Moras Erinnerungen sich in diesem speziellen Auge befindet. Doch wir sollten hineingehen und tun, was wir hier tun wollten. Vermina finden und Meisterin Shelrenis Körper vernichten. Ohne dessen Schutz sollte Mora sie aufspüren können. Ich dachte, ihr hättet gesagt, ihr steht nicht mehr in Verbindung mit Hermeus Mora. Ihr habt recht. Ich höre das große Auge nicht mehr. Ich glaube allerdings, dass es etwas mit Verminas Anwesenheit, Polniskrones Verderbnis und jenem Ritus zu tun hat, den sie abgeschlossen haben, um die Ebene zu betreten. Es ist nur eine Vermutung, aber wenn wir eines der Probleme lösen, sollte es helfen. Sterbliche, tretet in das Auge von Mora. Och, nee, was geschah mit dieser Erinnerung? Sie sieht eher wie ein Traum aus. Oder ein Albtraum. Noch eine Erinnerung eines dädrischen Fürsten? Ihr bereist die nettesten Orte. Das muss Verminas Schuld sein. Dumme Fürstin der Träume. Diese Erinnerung ist mein Sterbliche. Ich wollte gerade noch sagen, ich meine ich nämlich... Ich hüte sie in einen Traum, den ich geschaffen habe. Oder muss ich zur Mitte? Wir müssen das besprechen, Sterbliche. Oh, Scrooge, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Kannst du vielleicht mal mitkommen, wenn ich irgendwo hingehe? Wenn du schon sagst, wir müssen was besprechen? Hört genau zu, Sterbliche. Verminas Macht hier ist begrenzt. Das ist nicht ihre Ebene. Und nur durch die Nekromantie, die sie auf Shelrenis Körper angewendet hat, hat sie es soweit geschafft. Sie hat einen Traum um uns gelegt. Doch die wahre Erinnerung ist noch hier. Wie finden wir die wahre Erinnerung denn? Vermina ist noch nicht sehr lange hier. Sie hatte nicht die Zeit, eine perfekte Traumebene zu schaffen, um sich darin zu verbergen. Sucht nach Fehlern in der Illusion, nach den Rissen in der Fassade. Ist das Hermeus Mora da draußen? Was macht er hier? Wir sind in einer geheimen Erinnerung des großen Auges. Das ist nur ein Nachhall von ihm. Teil der Erinnerung. Wie ich schon sagte, Verminas Überlagerung aus Traumstoff ist nicht vollkommen. Und wir können daraus einen Vorteil ziehen. Lasst uns sehen, ob wir nicht ein paar Fehler entdecken, die sich ausnutzen lassen. Vielleicht kann Melens Geistersicht helfen. Gute Idee. Wenn ihr die Schwachpunkte findet, kann ich sie aufbrechen und die wahre Erinnerung darunter freilegen. Natürlich wird uns dies wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben, wenn man bedenkt, was dem großen Auge so gemeinhin am Herzen liegt. Ich habe beim letzten Mal Jahrhunderte gebraucht, um mich zu erholen. Na schön, sehen wir uns um. Wieder einmal kommt Melen zur Rettung. Setzt meine Geistersicht in der Nähe von Fehlern ein, um ihn zu entdecken. Kriege ich das nochmal hin oder kann ich hier... Einfach so. So. Frage ist, wo finden wir jetzt diese Fehler? Ich denke mal, dass wir... Ist das da unten auch ein Fehler? Ne, die kämpfen nur. Ich spüre einen Fehler. Setzt meine Geistersicht ein, um ihn zu offenbaren.
Turm. Den hier? Ich tat das Undenkbare. Nun muss ich sicherstellen, dass man es nicht umkehren kann. Das war ein Teil der wahren Erinnerung. Sucht weitere Fehler, die wir durchbrechen können, Sterbliche. Okay, also es sind immer die Risse, nehme ich mal an. Ich werde die Erinnerungen an dieses Ereignis, meine Erinnerungen aufteilen und in die drei Glyphiker verbergen. Das muss die Erinnerung an damals sein, als Hermeus Mora jenes Geheimnis verbarg, wonach der Feind sucht. Das nächste war, glaube ich, hier unten. Ich habe die Sicht nicht mehr. So wie es begann. Gesichert in der Glyphik der verborgenen Wege. Oben auf der anderen Seite und wahrscheinlich über mir. Wie kommen wir denn dahin? Indem wir da runtergehen? Oh, Moment. Indem wir da runtergehen und von da aus hoch. Könnte aber theoretisch hier so rum, ne? Und dann quasi hier rum. So. Hier war manches. Und dann auf die andere Seite, okay. Die Zwiste, die folgten. Eingeschlossen in der Glyphik der verlorenen Erinnerungen. Treff ihn bloß. So. Und mit Bedauern die Erinnerung an das, was ich tun musste. Versiegelt in der Glyphik der zerschlagenen Reflexionen. Wer wagt es, in meine Erinnerungen einzudringen? Wir haben, was wir holen wollten, Torvesart. Hier entlang. Wie kann Vermina es wagen? Findet sie, schützt die drei Glyphiker, geht und betretet Mythos. Machen wir. So, wir müssen... Da müssen wir nämlich wieder höher. Das war nämlich immer das, was so blöd war. Weil, wenn ich da jetzt runtergehe, komme ich dann nicht mehr hoch, meine ich. Ich hoffe, dass mich das nicht tötet, wollte ich gerade noch sagen. Okay. Perfekt. Dies ist Mythos, tief unter dem Altermeer. Noch eine Erinnerung oder mehr von derselben. Ich bin ein Gefäß des großen Auges. War das nicht erstaunlich? War was erstaunlich? Ich habe nur X gedrückt, aber ich habe nichts mitbekommen hier. So, eben sollen wir hin. Dies ist der Kern von Apokrypha. Erinnert ihr euch? Wie Torvesart eine Erinnerung anpasste und die Vergangenheit veränderte? Hier, Sterbliche, lasst Apokrypha eure Feinde zerschmettern. Was war denn das jetzt gerade für eine Zusammenfassung? Ja, natürlich laufe ich mitten durch. Was auch sonst? Hallo? Wie viel länger noch, Torvesart? Ich bin ein
ein Gefäß mit großen Augen. Nutzt meine Hilfe. Naja. Naja, komm zu mir, komm zu mir. Ich hab gar nichts mehr. Das war ein befriedigender Schlag. Lasst auf Prüfer eure Feinde sagen, es war ein befriedigender Schlag. Noch nicht. Macht dir das gar keinen Schaden, der Tentakel. Ja, super. Jetzt bräuchte ich mal deine Sicht. Ah, hier. Wendet meine Geistersicht an, um genau zu treffen. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen aufladen hier. Sterbliche, lasst mich euch helfen. Spürt die Macht des Schicksals. Hallo, darf ich auch mal heilen? Tretet in den Fokus, um meine Geistersicht. Meine Geistersicht kann diesen Feind besiegen. Ich habe meine Geistersicht fokussiert. Setzt meine Geistersicht ein, um euer Ziel zu treffen. Ich hätte bei der Doch was ist mit dem Glühpit-Gewölbe? Vermina wird für den Schaden büßen, den sie meiner Ebene angetan hat. Tretet näher, Erwählte. Hört meine Worte. Ja. Ich habe die gröbsten Auswirkungen von Verminas verderblicher Anwesenheit abgeschüttelt, aber nicht früh genug. Die Eindringlinge sind geflüchtet, doch das Gewölbe der Glyphik. Ihr müsst feststellen, ob das Geheimnis sicher ist. Ihr habt dieses gefährliche Geheimnis in einer Glyphik versteckt? Nicht in irgendeiner Glyphik. In einer der drei ursprünglichen Glyphika, in denen die Gesamtheit jener Erinnerung steckt, die ich alle vergessen ließ. Eine Erinnerung, durch deren Wiederherstellung die Wirklichkeit vernichtet werden würde. Betretet das Gewölbe! Sichert die Glyphik! Was werde ich da drin finden? Das, was ich nicht sehen kann. Die Verderbnis, die durch Apokrypha strömt, schwächt mich weiter. Ich muss alles daran setzen, die Verbindung zu meiner Ebene aufrechtzuhalten. Tretet ein und untersucht die Glyphik. Ich erteile euch die Erlaubnis, in diesen Teil der Erinnerung zu blicken. Ist das nicht gefährlich? Es lässt sich nicht vermeiden. Die Schicksalserwählte muss sich vergewissern, dass die Glyphik sicher und die Erinnerung unversehrt ist. Wir werden uns wieder unterhalten, sobald ihr fertig seid. Was soll ich hinter dieser Tür tun? Untersucht die Glyphik der verborgenen Wege. Sie wird euch einen Teil des Geheimnisses offenbaren. Bedauerlicherweise gibt es keinen anderen Weg, um festzustellen, ob die Glyphik noch unversehrt ist. Doch das Schicksal wird es überstehen, wenn einer seiner Fäden leicht zerfasert. Das muss es. Nun geht.
gut. Untersucht die Glyphik und seht, wie all dies begann, Erwählte. Warum habt ihr uns alle zusammengerufen, Fürst des Schicksals? Wir müssen uns dieses Problems annehmen, Traumweberin. Ich sah, was geschieht, wenn wir nichts tun. Schon jetzt lösen sich Schicksalsfäden auf. Das Chaos, das sie verursachen, kümmert sie nicht. Das ist es. Damit kann ich meine Erinnerung wecken. Ich stelle den Rest wieder her, Fürst der Geheimnisse. Ich stelle alles wieder her. Torvesart, nur einer der Ungesehenen konnte hier meinem Blick entgehen. Erwählte, wir müssen reden. Schon wieder? Meine Macht bleibt gemindert durch die Gifte, mit denen Perjites Anhänger Apokrypha verpestet haben. Doch ihr habt mir geholfen, das schlimmste Miasma abzuschütteln. Ihr habt die Inhalte der Glyphe gesehen, genau wie Torvesart. Das hatte ich nicht erwartet. Heißt das, die Wirklichkeit ist dem Untergang geweiht? Noch nicht. Ein Faden der Tapisserie ist gerissen, doch zwei weitere verbleiben. Wenn ihr meine Feinde davon abhalten könnt, die letzten beiden Glyphiker zu entsiegeln, besteht noch eine Chance, Apokrypha und den Rest der Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt gesehen, wie dies begann. Die große Auslassung. Ihr habt Torvesart einen der Ungesehenen genannt. Was bedeutet das? Nur etwas aus sehr lange vergangenen Zeiten. Etwas, von dem ich nicht dachte, ihm je wieder zu begegnen. Es ist nicht wichtig. Noch nicht. Jetzt braucht das Schicksal eine Vorkämpferin. Sterbliche. Was soll ich für euch tun? Tut, was ihr bisher getan habt. Folgt eurem Herzen. Kehrt zu Leramil zurück. Besprecht euch mit ihr. Besiegt jene, die sich uns entgegenstellen. Ihr werdet das beste Vorgehen erkennen, wenn das Schicksal es erfordert. Jetzt muss ich meine Kräfte schonen. Apokrypha wird angegriffen. Und ich spüre seinen Schmerz. Verlasst die Erinnerung. Nutzt das Portal und kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Ja, das werden wir auch tun. Allerdings, wenn uns das Portal nämlich jetzt schon direkt dahin führt. Allerdings machen wir erstmal hier einen kleinen Cut, weil die Folge schon sehr, sehr lange geworden ist. Und ich sie wahrscheinlich auch komplett in einer Folge drin lassen werde. Und wir werden dann in der nächsten Folge mit unseren Verbündeten besprechen, was wir noch tun können und was wir jetzt tun werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.